Willkommen an Bord, alter Freund. Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Soll das etwa bedeuten, dass der Führungsstab was verschweigt? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. War ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie bestehen besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Und so wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Das ist ja noch Abend tatsächlich. Ich muss erstmal meinen Monitor leiser stellen, sonst höre ich mich selbst und das verwirrt mich dann so ein bisschen, weil das Delay doch ein bisschen zu groß ist. Ich muss nur das leise hören, damit ich weiß, dass der Ton da ist. So. Ja, herzlich willkommen auf der TCL Victory. Ach, ich vergesse diesen verdammten Namen. Ich vergesse ihn jedes Mal. Jedes Mal vergesse ich ihn. Die CI, ne? Okay, Moment, gleich. Wir schauen erstmal, wie das Schiff nochmal heißt. Enter, was? Security, Clearance. Enter. Call das Ding. Was soll denn das? Mann. So, jetzt nehmen wir sie. Muss ich wieder alles umschalten auf Deutsch zum Beispiel. Game Storm brauche ich gar nicht erst einrichten. Funktioniert eh nicht. Kontraste machen ein bisschen höher. Für euch, glaube ich, oder ist das. Ich muss mal selber schauen. Mal gucken. Ja, ist besser. So, okay. Sonst ist alles anders. Ach ja, die Musiklautstärke will ich mal ein bisschen reduzieren. Die ist sehr nervig laut. Und alles andere ist okay. Joystick kalibrieren, das ist ja eh für den Arsch. So. Zum Schiff. Muss ich hier eigentlich laden? Du musst ja das gemerkt haben, wo ich stehen geblieben bin, oder? Einsatz, mal schauen, mal gucken. Wir waren hier bei 5 Laden. So, toll. Alles klar. Schiff. Ah, siehst du, das sieht ganz anders aus. Da war nämlich ganz zu Anfang gesprungen. Ja. Und wie ist das Schiff jetzt noch? TCS, doch. TCS. Victory. War nur gut. Meine Güte. Ich werde einfach alt. Daran liegt das zum Schiff. Ich mache erstmal wieder einen Rundgang. Auf diesem Schiff. Gucken, dass wir uns nichts verpassen. So. Okay, hier unten ist nichts los. Nichts zum Klicken. Okay, gehen wieder hier hoch. Nein, die Situation darf aber auch nicht hin. Zum Aufzug, gehen wir zum Aufzug. So. Also zu Anfang des Streams habe ich so eine Rückblende zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, ob ich das immer hinbekomme. Ich versuche es. Ich habe festgestellt, einige Videosequenzen lassen sich einfach nicht in mein Videoschnittprogramm reinholen. Deswegen werden so ein paar Feedback, paar Rückblenden fehlen, also die vielleicht doch relevant sein könnten. Ja. So, wir sind jetzt Flugebene. Wir gehen mal an die Wohnebene.
Achso, es werden übrigens immer. Ist irgendwas passiert? Nein. Passiert nichts. Es werden also immer kurze Streams sein. Ich habe gar kein Video von mir da, ne? Keine Kamera eingeschaltet. Soll ich Kamera einschalten? Ne, ich lasse Kamera aus. So, achso, ich mache nur kurze Streams dazu. Zumal, weil das dann für mich dann auch leichter ist zu organisieren. YouTube und Twitch. Wenn dann die Sequenzen, also die Filmabschnitte gleich die richtige Größe haben, dann spare ich mir das. Weil das automatische Zuschneiden von Twitch funktioniert nicht. So. Deswegen, wenn wir immer nur eine Mission spielen und dann, aber vor jeder Mission laufen wir durch ein Raumschiff erstmal und gucken, ob wir ein paar Sachen anklicken müssen, labern müssen. In die Newsbox kommen wir leider nicht. Sehr schade, was ist da hinten? Ne, was ist das? Ach, Einsatzliste sehen. Okay, da können wir mal sehen, wie es aussieht. Ach, ich bin Steiner normalerweise. Ach so, huch, jetzt habe ich hier wieder einen anderen Namen genommen. Ach, herrje. Das ist ja blöd. Okay, Steiner. Ah gut, ich habe ja geladen. Dann müsste es ja so wieder Steiner sein. So, was haben wir hier? Schlafkuh, ist da was? Ich bin so maximal verwirrt. Nö, hier ist nix. Hier ist gar nichts. Da ist auch nur mal der Hauptterminal. Ich schließe das nach, da ist ja nur unser Angel, die wir vermissen. Hallo, mon ami. I hope the fight goes well for you and all the others on the Concordia. I'm about to set up for a covert operation with Admiral Tolwyn. So I'm afraid we might be apart a little longer. But always remember, je t'aime. I love you. So, okay. Das werden wir uns noch ein paar tausend Mal angucken, bis ihr das lippensynchron nachsprechen könnt. Zurück zum Aufzug. Hier ist nichts los. Sehr langweilig. Aber wenn hier so wenig los ist, müssen wir zwei Missionen fliegen, glaube ich. Das ist ja doch zu langweilig. So, was haben wir hier oben? Dann haben wir die Brückenebene. Reden. Würde auch mit uns nicht reden. Da haben wir auch nur den Terminal zum Aufzug. Ach ja, da haben wir noch den. Schauen wir mal danach. Ah. Sir? They call you Flint, right? So you have looked at the flight roster. Are you making a request, Lieutenant? Sir, I come from a long line of fighter pilots. My brother, my father, his father before him. I guess you could say it's in my blood. Your point being? I know your record. I would have at least expected you to take a look at the victories. We've racked up our share of kills. We're not scrubs out here. Nobody said you were. I suppose you're afraid I'll peel off the first time we engage. What about the 20th time? Or the 30th? Will you fatigue even a split second or get a twitchy finger? The wingman I fly with? I need guarantees. Respectfully, sir, if you only fly when there are guarantees, you won't be flying much. Well, she has a point. Tough luck. Pech, I'm hier the boss here. Habe ich das sagen? Genau. I'm sorry you feel that way, Lieutenant. But I gotta go with my gut. Ich entscheide immer intuitiv. Okay, das war dann Flint. Haben wir auch drüber geredet. Zurück zur Brücke. Dann müssen wir ja mal mit Flint fliegen, ne? Das mit meiner tollen Tastatursteuerung. Das nervt mich auch immer noch maximal ab. Jetzt können wir nochmal zum Wohnebene gucken, ob sich da was verändert hat jetzt. Nope.
Nichts, hat sich nichts verändert, dann geht's weiter. Ach gut, die Schlafkugel hier noch nachgucken kann. Aber egal, jetzt geht es weiter zur Fliegerebene. Wir wollen mal ein bisschen was fliegen. Verschiedene die Streamdauer, das mal gucken. Naja, wenn auf jeden Fall über 15 Minuten kommen, dann passt das. Dann gehen wir zur Einsatzbesprechung. Let's get down to business, shall we? I'm ready, sir. Confed civilian transport ship is moving through the Orsini area. She's going to need an escort, especially since intel reports that Carathia testing a new cloaked missile. Confed has codenamed these new weapons skippers because they apparently skip in and out of cloak every few seconds to maintain contact with their target. Now you can see them 1 second, then they're gone the next. Oh, nein, die Mission ist scheiße. There are a lot of civilian lives at stake here, girl. I'll do my best, Captain. I'm sure you will. So, these are the mission objectives. Oh, and one last thing. Für diese Mission wäre aber Hubs der bessere, glaube ich. Da können wir mal Flint wählen, ne? Na, fliegen wir mit Hubs. Hobbs, you're on my wing for this one. Dismissed. And good luck. Es ist auch da, sonst. Ja, wir nehmen das so, wie es ist. Okay. Für die Schatzraketen brauchen wir das Ding. Kommunikation. Ups. Breaking attack. Engage an enemy now. Komm mal, müssen wir dann hier Schuss bleiben. So. Wo ist der? Kommt diese Pfeiltastensteuerung nicht klar. Da muss so provozieren die ganze Zeit. Wir sind zu schnell. Kann aber nicht kämpfen. Ach, Mann, diese Ekelhaft. Wer ist eigentlich noch ein Händler? Was ist da los? Das ist doch nicht die ganze Zeit. Nee, das ist er nicht. Ich muss einfach weg hier aus meinem Schussfeld rauskriegen, hier ein bisschen Schussfeld. Ich kann ihn nicht sehen jetzt. Ich bin stark, ich muss ihn mal gefehlt. Ah! Stänge steuern und Enter drücken ist Kacke. Ich will Joystick spielen können, verdammte Scheiße. Es geht nicht. Ups, holt alles weg. Ich krieg gar nichts ab.
Ah, da. Markieren. Ist er, haut er ab oder fliegt er auch mich zu? So, der ist da. Hab ich ihn abgeschossen? Hab ich ihn tatsächlich abgeschossen? Ich bin begeistert. So. What's your status? No problems, Colonel. Good hopes. Breaking attack. Nein, es war auch nicht. What's your status? Das wollte ich. Okay, mein Hauptschuss ist im Arsch. Nicht gestartet werden. So, was da? Von uns. Ja, ist erst verdammt vergessen. Synchronisieren. Ja, okay. Dann Hobbs lösen Angriff. Breaking attack. Engage an enemy now. Da ist auch noch ein Gegner. Gehen wir da mal ein paar rein. Und ich muss schnell abgehen. Das hier? Was Größeres. Ah je, was Größeres. Weg hier. Ich kämpfe nicht lange. Also bin ich bestimmt. Ja, lass es los. Dann lösen wir Breaking attack. Aufpassen, wo ist unser Schiff, den wir begleiten müssen? Ach, da hinten ist er ganz. Wir mal ein bisschen dichter ranfliegen. Ah, fliegt schon maximal Geschwindigkeit. Okay. Gab es hier irgendwie mal einen Boost für sowas? Ah, das ist das nicht. Das ist das gegnerische Mutterschiff. Das ist unser Schiff hin. Ah, da ist es. Ah, genau. Okay. Sie haben nur keine Schiffe hier. Da war der. Weil da keine Schiffe sind. Ich hasse Gleitschutz. Das ist so scheiße. Ja. Oh. Breaking attack. Engage an enemy now. Okay. Geschwindigkeit, okay. Geschwindigkeit runter. Ich treffe ihn nicht. Alles klar. Kann leider nicht sehen, was vorher raus ist. Aber es macht gute Arbeit, muss ich sagen. Der Hund bleibt weg. Yeah.
Ups, ist gut. Ups, er ist schon lange tot. Thanks for the escort, Colonel. Initiating jump sequence. Mission objective accomplished. Haben wir geschafft. Hatten wir Glück. Kamen noch keine Tarntorpedos vor. What's your status? I'm happy to report that I've suffered no damage. Need clearance, TCS Victory. Good news, Colonel. Soon as you land, we're jumping to the Tomeo system, which is reported to be kitty-free. And we got the cush job of assisting with the Excalibur test flights. Okay. Lucky you made it back in one piece. Way to the bridge. Contra's expecting my tech debriefing. I caught some of the incoming radio, Major. How long have you carried that flash handle? Since my first day at Academy. I don't think you should ever apologize for sporting a little style. That baby's still classified, folks. You think you could keep your people at bay a while, Colonel? Christopher Blair. Ah, I read about you back when I was flying with training wheels. Is it true pilots don't get older, they just get better? This kid's a smart ass. That's true. Ich mag Klugscheißer nicht. This kid's a smart ass. Aber sind nett. That's true. The good ones. Maybe someday kids will read about you. War doch ein bisschen spitz am Ende. Okay. Ja, sieht gut aus, das neue Schiff. Ich denke, das werden wir auch in Kürze fliegen. Einsatzspeicher. Speichern. So, und somit war das erstmal für heute und ja, wir sehen uns dann morgen in einer weiteren Folge, hoffe ich. Genau, dann habt euch wohl eine gute Nacht, bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.
TCS Victory is a fine carrier with a long history of service to the Confederation. Welcome to the TCS Victory, Colonel. Well, what would you aim for if you had the biggest gun in the universe? Never let it be forgotten. It is when the foe is near vanquished that he is most dangerous, my friends. Well, I'd blast planet after planet if it would rid the galaxy of Kiorathi. Listen, you can't freeze me out like this. I want a piece of the action. I'd rather crash and burn than make a commitment. This is war, laddie. All of us have lost someone dear to us. That does not make you special. Which the heart of the tiger continues to jeopardize. Just launch all fighters, this is not a drill. Yeah, well, people were dying out there, you son of a bitch. It's a war, people die all the time. We are winning the war, Your Majesty. You still have time. Damn it, man, you put your own needs above that of the ships. You can't ever do that. Hey, too bad Cobra had to die to get a point across. Fact, we haven't had shore leave in months. Fact, all we do is move from one defensive mission to another. Fact, our entire force is constantly in retreat. Now, is that just my imagination, or is the entire war effort unraveling before our eyes? Fight well, Captain. The struggle will only get harder. There's a hell to go to. I know they've got a special place reserved for me. They are not taking my ship. Sir, what are you doing? You're heading right into their fleet. We'll take as many of them with us as we can. Make your peace, Mr. Rollins.